Moin Leute, willkommen hier bei Warships. Wir spielen heute an dem wunderprächtigen neuen Modus oder dem, naja, nicht neu, eher gesagt, dem wiederkehrenden Modus asymmetrische Gefechte. Wir spielen sogar richtig gegen 9er, 8er und so spielen wir. Das ist interessant. Ich dachte, jetzt kommen irgendwie 3 oder so Stufen unter uns, irgendwie 7, 6. Das ist, sind Bots, also macht es, glaube ich, dann doch schon mehr Sinn vielleicht. Zweimal eine Riga. Ja, okay. Nur einen Zerstörer haben die Feinde. Ah, es ist so schön, dass es so viele Schlachtschiffe und so gibt. Ah, es geht auch verdammt Flugzeugträger. Yay. Yeah. Na dann. Ich decke ihn einfach auf und dann, ne? Ich habe mir Yamato einfach genommen, weil ich mir dachte, boah, es ist voll geil, bestimmt einfach alles, was rumfährt, richtig hart klatschen zu können. Ne, aber dann kommen jetzt hier 9er und ich denke mir so, ja gut, vielleicht nicht doch alles. Vielleicht nicht ganz alles, weil ich meine, in manchen Situationen dann Panzer, Stufe 9er Schlachtschiffe auch gute Panzerung, dass ich die nicht einfach ignoriere und sie gut klatschen kann. Okay, warum ist jetzt der Typ auf, nicht mehr aufgedeckt, Mann? Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ja, ich gehe auf die Brest. Ich habe das Gefühl, das bringt mehr. Also ich meine, würde es vielleicht auch, wenn ich mal Schaden gemacht hätte jetzt gerade. Das ist ein Smoke. Brindisi ist das, wie scheint. Geht aber erst alle Kalimashita! Oh! Oh mein Gott, diese Präzision sieht so geil aus. Oh ja, komm, bitte, bitte, zwei Zitadellen. Oder halt nicht, verdammt. What the fuck? Oh, ich hätte auf die Riga schießen sollen, sehe ich gerade. Verdammt, wohl lohnt es. Hat er sich vielleicht doch gelohnt? Okay, never mind. Ich kriege einfach keinen Schaden auf die Brest drauf. Was zur Hölle? Mich verarschen? Vor allem die Riga hat meinen Turm rausgehauen, halt. Weißt du, Yamato, ne? Hat die übelsten fettgepanzerten Türme, ne? Und nee, ich weiß, eine Riga mit 220 mm fickt einfach deine ganzen Türme weg. Das ist schon geil. Brest ist tot. Ne, ganz schön am Tank. Oh mein Gott, was zur Hölle? Ne, never mind. Der ist ja auch schon richtig low, der Junge in seiner Schliefen. Okay, das ist krass. Ich ehrlich gesagt jetzt nicht drauf geachtet, wirklich. Der wurde ja auch schon die ganze Zeit Schaden kassieren, ganz schön. Deutlich mehr Leben noch als er. Moment, dann, ich sag so. Präzision und alles sieht richtig nice aus und der dreht Breitseite und ich denke mir so, jo, das könnte jetzt echt gut werden, aber dann kann man gar nichts und das ist dann so, schade. So, einfach ein bisschen die Präzision dazu bekommen. Keine zieht. Okay, was ist los? Die Riga klatscht ja ganz schön gut, muss man sagen, mit seinen Secondaries, der Junge in seiner Schliefen. Ich bin auch ehrlich, ich habe kein Problem damit, wenn ich für die Schliefen die ganze Zeit hier tanke. Finde ich sogar eigentlich ganz gut, weil er hat echt gute Möglichkeit, mit seiner Sekundärbewaffnung halt den Schaden rauszuhauen. Und ich hier ein bisschen seinen Schild spiele, habe ich da echt kein Problem mit. Ich meine, solange er mich unterstützt und nicht dann einfach abhaut, was er aber nicht macht, was echt nice ist, danke. Danke, Mate. Da gegen so viele Leute, Schiffe ist schon echt krass, muss man sagen. Kriegst du die Delle? Nope. Schade Schokolade. Und der ist tot. Ey komm, die Präzision ist so krass, ne? Ach, ich krieg einfach kein Ziel. Das ist ja noch ein Schlachtschiff, fällt mir gerade auf. Komm, der ist jetzt tot. Alter, wieso kriege ich keine... Oh, so gemein, Mann. Warum?
Die haben schon. Ja, die haben die Minotaur verloren. Das ist jetzt nicht so geil. Alter, was ist denn los? Ich mache einfach keinen Schaden, verdammt. Und ich krieg die ganze Zeit nur Schaden. Na, ein bisschen zu weit vorgepusht gerade, hat man ja gemerkt. Ich habe richtig gut Schaden von links kassiert, weil ich nicht so genug angewinkelt war. Aber es hat irgendwie noch funktioniert. Die Hannover von uns ist tatsächlich bei denen im Spawn. Im Spawn ist der sogar. Gut. Ja, das Gefühl, so Secondary ist hier echt schon so way to go, weil ich kann einfach mit meiner Hauptbatterie kriege ich aber gefühlt nichts hin. So, ich bin dein Schild, ich bin ja schon wieder hier vorne, guck mal. Bin ja gleich schon wieder vorne an der Front. Dass du hier nicht die ganzen Schaden kassieren musst. Er schießt sogar auf mich. Danke. Nach den ganzen Versuchen vom letzten Mal, da war es auch echt jetzt aber Zeit, Mann. Der Junge ist einfach nicht gestorben, das ist echt frech. Ist ja nur noch gleich der Flugzeugträger übrig, wenn ich den Jungen seiner MC weggehauen habe. Wenn es nicht schon die Hannover macht, heißt natürlich. Aber okay, es ist ein deutsches Schiff, also Präzision ist da ja nicht vorhanden. Das ist jetzt echt ein Scherz, oder? Der Junge hatte 40 HP, verdammt! Ah, das ist doch kacke. Es ist egal, wo der Zerstörer, wo der Flugzeugträger ist. Ich kann ihn direkt aufdecken. Also ich kann ihn direkt beschießen, er gesagt, aufdecken. Ja, okay, ich decke ihn sogar auf. Das ist interessant. Weil ich jetzt echt nicht mitgerechnet bin, ich ehrlich. Das war jetzt eigentlich nicht, ich dachte jetzt nicht, dass er auf uns zufährt, der Junge. Oh Mann. Ach, diese Momente, ey. Ich hätte warten sollen. So wie die Hannover. Kann die Hannover überhaupt schießen? Ich glaube nicht. Der ist gerade nicht mal im Weg. Ich glaube, die Insel ist bei ihm im Weg, tatsächlich. Deswegen hat er nicht geschossen. Zeigt volle Breite zu ihm. Der Flugzeugträger. Macht aber auch nur Durchschläge. Ja, also, das ist da manchmal echt Quatsch, Mann. Ja, gut, die Schwierigkeit von diesem Modus ist jetzt halt, ich glaube, schon ein bisschen schwerer jetzt geworden, dadurch, dass die richtig Fokusfeuer auch machen, die Schiffe, und nicht so mega dumm reinwaschen. Ich meine, irgendwie waren da Änderungen. Auch tatsächlich, ja. Die greifen nicht mehr das niedrigste Leben, also das Ziel mit dem wenigsten Leben, greifen nicht mehr an, sondern ich glaube, das nächste Ziel mit dem höchsten Leben oder irgendwie sowas war da. Also das ist halt jetzt mal geändert worden, deswegen. Ich meine, im letzten Mal, als wir das gespielt haben, war ich mit der Schliefen reingewascht und einfach gar keine Gegenwehr gehabt. Und hier tatsächlich ist halt die Schliefen, obwohl die ganze Zeit hinter mir war, hat sie trotzdem viel mehr kassiert als ich. Ich glaube, das liegt immer daran, weil er, glaube ich, weniger Leben hat als ich irgendwie. Ich habe ja mehr. Ich weiß nicht genau, was jetzt irgendwie geändert wurde. Auf jeden Fall ist es besser als vorher, das weiß ich auf jeden Fall. Weil vorhin kannst du einmal reinfahren mit der Schliefe, hast nichts. Keiner hat auf dich geachtet, weil die wirklich nur auf die Zerstörer gegangen sind. Wenn es welche gab, weil die halt so wenig Leben haben. Und ja, das ist halt dann einfach. Natürlich dann ein bisschen schlecht, wenn du dann halt ein Schiff bist mit wenig Leben, wie zum Beispiel ein Kreuzer, dann hast du halt meistens echt nur Schlachtschiffe gesehen. Und naja, als Zerstörer halt sowieso bist du halt easy schnell geklatscht worden. So mit 9ern und 8ern, das ist sogar echt ganz gut auch, muss man sagen. Es ist jetzt nicht zu hoch, aber es ist auch nicht zu niedrig, weil jetzt so, wären es jetzt nur 9er gewesen, dann würde ich sagen, okay, das ist schon krass, aber jetzt hier mit den paar 8ern doch. Ah, okay, hätten eigentlich auch nur 9er sein können. Einfach weil der Flugzeugträger nicht dabei gewesen wäre. Vor allen Dingen, der war auch echt schlecht irgendwie, der Flugzeugträger von den Feinden.
Döste war einfach die Lion. Okay, der hat einen Kill gemacht mit der Minotaur. Ja, keine Ahnung. Gegen Bots ist halt eh immer so eine Sache, weil die natürlich nicht so clever spielen wie richtige Spieler. Also von daher, ich meine, wie ich Breitseite bekommen habe, auch wenn es jetzt nicht so wichtig für mich ist, Breitseite zu bekommen, weil ich halt natürlich einfach die meiste Panzerung von den Stufe 8 und 9 dann einfach ignoriere. Mein 460 mm in der Yamato. Ist halt da trotzdem da das anwinkelt nicht so häufig wie jetzt in richtigen Spielen. Aber so mal ein bisschen um Entspannung zu haben und ein bisschen so einfach mal ein paar Schiffe zu versenken wollen. Ohne zwingend wirklich taktisch da halt, ne, zu denken, so einfach nur ein bisschen rein und klatschen, dann kann diesen Modus auf jeden Fall spielen. Da natürlich nicht zu sehr reinfahren und klatschen, weil, ne? Aber du kriegst auf jeden Fall eine Breitseite in diesem Modus. Schon ganz nice. Ja, haben wir den asymmetrischen Modus mal wieder gespielt. Ganz nice. Hab jetzt natürlich ein Schiff genommen, was jetzt eher nicht dafür, ne, so, ich glaube, Yamato eher mit, wo man nicht mit zwingend pusht, ist da, glaube ich, jetzt nicht so die beste Wahl. Aber man kann es ja alles trotzdem zum Funktionieren bringen, muss man sagen. Also, es hat ja ganz gut funktioniert, ne? 70 dahin sogar. Nice. Hätten sogar mehr sein können, aber irgendwie haben mich eine Schüsse dann ein bisschen verlassen. Aber gut. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.